Meine lieben Freunde, wir alle sind Satanisten. Wir alle beten Satan durch unsere Konsumprodukte täglich an und die Tempel der Satanskirchen sind die Supermärkte und Einkaufszentren unserer Gesellschaft. Nein, das ist keine blöde Kapitalismuskritik von irgendwelchen radikal-syndikalistischen Aussteigern. Das ist eine Erkenntnis unserer hochverehrten Truther, Verschwörungsaufdecker und Infokrieger. Denn jedes Mal, wenn wir ein Produkt kaufen und es über eine Scannerkasse gezogen wird, aktiviert man dadurch den EAN-Produktcode oder, wie die Truther sagen, die Kratzspuren Satans. Ich lese jetzt. Wie ist das mit dem Neutralisieren, Entstören der Wirkung von Barcode, Strichcode, EAN-Code gemeint? Von Christian Gerber, veröffentlicht auf Mein Seelenheil. Wie bei vielen anderen wichtigen Themen, und mit wichtig meine ich esoterischen Schwachsinn, begegnen sich auch hier fühlige Menschen und jene, die grundsätzlich alles verleugnen, was nicht in ihre kleine und bequeme Erfahrungswelt passt, oftmals nicht unbedingt versöhnlich. Ja, und dann macht der Bücheronkel da auch noch ein Video draus und entlarvt die als auf Geldmacherei ausgerichteten Abzocker. Wie in diesem Beispiel, aber bleiben Sie mal dran. Denn was der eine lächerlich zu machen versucht, mindert dem anderen die Lebensqualität. Gibt es Messmethoden, werden diese vom Leugner eben einfach als nicht geeignet bezeichnet oder sie wurden falsch eingesetzt und so weiter. Hauptsache, der Glaube an die kleine mechanische Welt bleibt erhalten. Meinen Sie mit Messmethoden vielleicht das Pendeln über Fotos? Wie es die durchgeknallte Brigitte Schlabitz praktiziert, die vor dem jüdischen Plutonium-Imperium warnt? Oder meinen Sie doch Dinge wie Skalarwellen, Tachyonenimpulse, Orgonstrahlung oder Bovis-Werte? Fantasiebezeichnungen von nicht messbaren, nicht nachweisbaren und wirkungslosen Esoterik-Schwachsinn. Und dass nicht zwei Esoteriker bei der gleichen Messung zum gleichen Ergebnis kommen, naja, das will ich mal gar nicht erst erwähnen. Die Angst vor einer Veränderung ihres Weltbildes, das aber auch nur angelernt ist, ist einfach zu groß. Es gab eine Zeit, der radioaktiver Strahlung nicht bekannt war und dennoch schädigen konnte und beim Entdeckerpaar auch tödlich tat. Dennoch wird auch heute noch politisch gern nach dem Motto verfahren, sehe ich nicht, ist also nicht gefährlich. Als ebenso fatal könnte sich mit der Zeit die Nachlässigkeit und Leichtsinnigkeit im Umgang mit den Barcodes herausstellen. Ja, und man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens sein Gesicht in einen Ventilator steckt. Strichcode. Barcode. Kein einfaches Thema, da Barcodes sich potenziell auf allen Produkten oder Zutaten befinden, die man nicht selbst herstellt oder von einer vertrauenswürdigen Quelle bezieht. Doch da wir von Energie und Informationen sprechen, kann man dem Thema auch in unserer Zeit gelassen gegenübertreten. Ich empfehle generell, eigene Erfahrungen als Messlatte zu nehmen und keine Verallgemeinerungen. Was natürlich eigentlich das genaue Gegenteil von Messen ist. Nicht? Messen bedeutet vergleichen mit einem genormten System. Wenn ich das durch meine eigenen Erfahrungen ersetze, kommen so Sachen raus wie, ich finde diese 1000 Gramm Kaffeebohnen wiegen 789 Gramm. Oder, oh, sieh mal, dieser Meter hat 145 Zentimeter. Das habe ich erfühlt. Finde nur ich das schwachsinnig? Für uns ist es eine Tatsache, dass relativ wenige Menschen klar ist, dass zweidimensionale Zeichen und Symbole auf das biologische, energetische System unseres Körpers wirken und noch weniger Menschen haben selbst die Wirkung erfahren und nachvollzogen. Unsere Tests führten wir mittels kinesiologischem Muskeltest sowie praktischen Erfahrungen über Jahre durch, beginnend in 2009
wenn ich mich recht erinnere. Kinesiologischer Muskeltest. Ist das der Test, wo man sich so lange mit einer Bratpfanne gegen den Kopf haut, bis es nicht mehr wehtut? Dank umfangreicher Forschungen ist heute allgemein bekannt, dass elektromagnetische Felder, E-Smog, genmanipulierte Nahrung, um nur einige Beispiele zu nennen, für den Menschen schädlich sind und zur Schwächung des Immunsystems beitragen. Auch der Strichcode kann sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken, zumal er inzwischen omnipräsent ist und der Mensch somit seinen schwächenden, negativen Antennenstrahlungen permanent ausgesetzt ist. Schwächende, negative Antennenstrahlungen. Durch kleine Striche aus Druckerschwärze auf Papier. Ja? Was kommt als nächstes? Fußpilz durch Tapetenmuster, Zahnfäule durch Primzahlen? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Der amerikanische Forscher P.A. Lindemann sowie weitere Ingenieure und Mediziner in den USA fanden heraus, dass der Strichcode, Englisch Barcode, eine negative Ausstrahlung und in größerer Dosierung eine energetisch-toxische, also energieflussstörende Wirkung auf den menschlichen Organismus ausübt. Ja, herrlich. Energieflussstörend, energetisch toxisch. Was für ein Geschwurbel. In meiner Studienzeit haben wir übrigens Kommilitonen, die zu viel Fremdwörter gebrauchten, mit dem Satz geärgert, da müssen wir aber vorher noch die Emitterphalanx kalibrieren, was? Das war Technobubble aus dem Raumschiff Enterprise. Nur damals hat es uns Spaß gemacht. Ach ja, und wundert es Sie, dass ich weder einen Forscher namens P.A. Lindemann noch irgendwelche Forschung zum Thema energetisch-toxische Barcode-Strahlungen finden konnte? Naja, also, wenn Sie es genau wissen wollen, es gibt einen Text namens Barcodes Mark of the Beast eines P.A. Lindemann von 1995. Der ist jedoch kein Forscher, sondern ein völlig durchgeknallter Esoterikspinner ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund. Und seine Co-Autorin ist eine Anja Luminiara. Noch Fragen? Diese fein energetische Wirkung wird bereits durch sich bewegendes Licht aktiviert. Laserscanning setzt die bioenergetischen Gifte frei. Sonnenstrahlen, die durch ein Fenster auf- und abgehen, können die Strichcode-Strahlungen ebenfalls aktivieren. Fluoreszierende Neonlichter aktivieren den Strichcode sogar sehr stark. Erschreckend ist, dass der Mensch diese unbiologischen Strahlungswerke ungeahnt in sich aufnimmt. So sind zum Beispiel die Lichtzellen von Nahrungsmitteln von den Schwingungen des Codes durchsetzt. Selbst Produkte ohne eigenen Strichcode sind betroffen, wenn sie mit den gängigen Transportmitteln befördert und mit deren Verpackungsstrichcodes in Kontakt kommen oder unmittelbar benachbart von Codes gelagert werden. Was? Also, nochmal zur Erinnerung. Wir reden hier von schwarzen Strichen, ja, aus Druckerschwärze auf Papier. Und die zerstören Lichtzellen anderer Produkte, wenn diese auch nur in die Nähe gelagert werden. Und was ist jetzt mein Kühlschrank? Ein feinstoffliches Fukushima? Mann, 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 Mann. Das schreibt die Seite nirkara.de, welche sich mit dem Thema seit Jahren schon befasst. Hinweis: Beim Prüfen am 13.07.2016 fanden wir diesen Text dort nicht mehr. Ja, ich habe nirkara.de ebenfalls überprüft. Mich begrüßte ein Artikel zur Potenzsteigerung und einer, in dem es darum ging, wie man den Geschmack von Sperma beim Oralverkehr verbessern kann. Das ist kein Witz. Zum Beweis hier ein Screenshot. Symbole und Zeichen können wirken, wie wir durch Anwerkung von kosmischen Symbolen nach Stelz erfahren haben. Körperliche Zeichen sind ebenfalls alles andere als neu. Strichcode,
Barcode wirken wie feinstoffliche Antennen, wie weiter oben beschrieben. Aus unseren eigenen Erfahrungen mit astralen und ätherischen Manipulationen durch Wesenszeiten und Konstrukte können wir nur schließen, dass es sich hier um eine Größenordnung globaler Manipulation handelt, die uns nur langsam bewusst wird. Da hat sich eine ganz eigene Pseudowissenschaft von Trotteln und Gernegrößen etabliert. Mit Stelz ist offensichtlich ein Diethard Stelzel gemeint, der auf Esoterik-Kongressen zu Themen wie Huna und Quantenphysik spricht und Produkte der neuen Homöopathie anbietet. Mit Körpler meint man Erich Körpler, ein 1994 verstorbener Elektriker der österreichischen Post, der von seinen Anhängern Physiker, Elektroingenieur oder Antennentechniker genannt wird. Auf ihn geht eine pseudomedizinische Behandlung durch auf die Haut aufgemalte Symbole zurück. Beide, Stelzel und Körpler, sind Quacksalber, ihre Methoden unbewiesen. Barcode, Strichcode, EAN-Code ist auf sehr vielen Produkten und enthält neben den logistisch sinnvollen auch vor der finalen Aktivierung durch den Laser an der Kasse dem Leben abträglichen Informationen. Diese schwächen die Lebensmittel. Diese Wirkung geht beim Verzehr auf Mensch und Tier über. Dies haben wir und verschiedene Partner wiederholt, getestet und nachvollzogen. Den Beweis bleiben wir aber schuldig. Natürlich. Der Laser an der Kasse aktiviert den Barcode und verstärkt damit dessen Wirkung um ein Vielfaches. Dazu hat der Käufer, meist unwissentlich, sich damit quasi einverstanden erklärt, Gesetz des freien Willens nicht gebrochen, nur sozusagen gebeugt, und heißt damit die Manipulation gewissermaßen gut. Ein mit dem durch Unterschrift anerkannten Bundespersonalausweis mit seinem Baphomet auf der Rückseite durchaus vergleichbares, ein im Grunde kindisches Spiel, das man jedoch kennen sollte. Wie kommt er denn jetzt auf den Personalausweis? Ein Dämon, der hereingebeten wird, darf seine Macht zwar auch einsetzen, davon berichtet Goethe auch, das entspricht vollkommen unseren Erfahrungen im Bereich der energetischen Therapie und karmischen Aufbereitung. Doch ist er der Macht eines bewussten, ausbalancierten Menschen nicht gewachsen. Spekulativ. Die drei Balken, welche dem Computer mitteilen, wo Informationsblöcke beginnen und aufhören, stellen übersetzt jeweils eine 6 dar. Nein. Zusammen ergibt dies also 666. Diese Zahl steht für die Verhaftung ins Materielle, biblisch das Tier, das ein Mensch ist, oder auch als umgedrehte 9, welches unter anderem für die unsterbliche Seele steht, Christusenergie als Freiheitsausweg und eben die Abkehr davon oder die versuchte Verhinderung. Die Verhaftung ins Materielle steht dem Aufstieg, also dem Loslösen von materiellen Überzeugungen, Glaubensmuster, Gewohnheiten, diametral entgegen und fördert das Weiterbestehen der alten Ordnung. So kann man es zumindest sehen. Ja, oder man kann es auch als Esoterik-Schwachsinn entlarven. Die Schicksalszahl 9 steht in der Numerologie für die Allgegenwart der unsterblichen Seele und deshalb umgibt die 9 auch stets eine Aura des Geheimnisvollen und Mystischen, schreibt Astroxelkom. Astroxelkom ist eine Seite, auf der man sich kostenlos Horoskope machen lassen kann. Ich warne jedoch vor dem Besuch der Seite. Bei meiner Recherche dort erhielt ich nach etwa einer Minute den Hinweis, mein Windows sei mit einem Virus infiziert und ich sollte eine Servicenummer bei einem indischen Abzockunternehmen meines Vertrauens anrufen. Wir sind übrigens der Überzeugung, dass der Kampf zwischen Christ und Antichrist oder alter und neuer Ordnung ein rein esoterischer Prozess und Übergang ist, der in jedem Individuum gefühlt, mag es ein innerer Kampf sein, seine Vollendung findet und sich weltlich zwar ausdrückt, dort jedoch weder tatsächlich beginnt noch entschieden wird. Wovon reden wir da überhaupt? Das Neutralisieren mittels Durchstreichen des Strichcodes, quasi Kurzschließen der Antenne,
hat unserer Erfahrung nach mal einen Effekt und mal wieder nicht. Vorausgesetzt, es hätte immer einen neutralisierenden Effekt, bliebe der bereits angerichtete energetische Schaden jedoch noch zu beheben. Denn es verbleiben die bereits übertragenen Informationen im Produkt Lebensmittel. Hinter diesen unschuldig daherkommenden Sätzen verbirgt sich die wahre Absicht dieses ganzen Artikels. Die Angstmache, das Aushebeln der Wissenschaft und die Abqualifizierung von Kritikern. All das läuft auf etwas sehr Profanes hinaus. Aber hören Sie doch einfach mal weiter. Die MSQ-Produkte sind in der Lage, den möglicherweise vorhandenen negativen Einfluss von Barcodes, Strichcodes vollständig zu neutralisieren und geschädigten Lebensmitteln ihre Lebenskraft zurückzugeben. Das trifft natürlich auch Wasser und biologisches Leben allgemein. Dies haben wir und verschiedene Partner wiederholt getestet und nachvollzogen. Aha, es geht um Produkte, die nicht nur zufällig alles auflösen und neutralisieren, sondern sogar noch reaktivieren. Und wo bekomme ich diese Produkte? Dreimal dürfen Sie raten. Wir empfehlen, vor dem Einsatz in störender Produkte grundsätzlich den Barcode-Strichcode zu entfernen. Lebensmittel, welche permanent im Wirkbereich des Produktes liegen, betrifft dies nicht. Sie sind dauerhaft entstört und aufgewertet. Wie praktisch. Angst wirkt destruktiver als jeder Barcode. Bitte sorgen Sie neben dem Einsatz sinnvoller Hilfsmittel vor allem für positive Grundschwingungen in Ihrem Leben, in Ihren Gedanken und Taten. Laden Sie positive Energien und Resonanzen ein. Ja, super. Und darunter ein Link zu harmonisierenden und entstörenden Produkten im Shop des Autors. Sie sehen schon, dass das Seelenheil einen Preis hat zwischen 55 und 255 Euro, müssen Sie da auf den Tisch des Hauses legen. Versandkosten extra. Ja, so sind Sie unsere Truther, Verschwörungsaufdecker und Infokrieger. Aber kommerzielle Interessen haben ja nur wir Mainstream-versifften Schlafschafe. Ja, und das ist ganz bestimmt keine Abzocke, die Christian Gerber hier betreibt. Aber es gibt noch einen Epilog. Frage. Wirklich? Ein schädlicher Strichcode? Wie konnten Sie bis jetzt nur überleben in einer Welt, in der von einem Strichcode eine ernsthafte Gefahr ausgehen würde? Wären Sie schon durch Ihre Bettdecke ums Leben gekommen? Antwort. Autoabgase bringen allein niemanden um. Medikamentenreste im Trinkwasser und Schwermetalle aus Zahnplomben allein wohl auch nicht. Es zählt aber die Summe schädlicher Einflüsse, welche zusammengenommen ein Bombardement bewirken könnten. Ausgeschlossen davon sind zielgerichtete Angriffe, wie es mittels psychotronischer Waffen möglich ist. In dem Fall könnte man zumindest noch aus Weird Al Yankovics UHF zitieren: Waffen bringen niemand um. Aber ich. Tja, und ich habe aus dem gleichen Film auch ein Zitat. Es war der große Kuni Watanabe, der sagte: Ja, die sind echt blöd. Ja! Echt blöd! Und damit meinte er die Truther. Auf Wiedersehen.